Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich hatte ja gestern Orison gezeigt, den Spaceport, und so ganz fester Meinung gesagt, der vierte und letzte Teil. Aber eigentlich ist das ja nicht so ganz korrekt. Gibt ja quasi noch einen fünften Raumhafen, zumindest einen Ort, der alles bietet, was ein normaler Raumhafen auch bietet, inklusive eines XL-Hangars. Und da dachte ich mir so, das kann ich doch auch mal zeigen, das ist auch interessant. Und zwar geht's um Grimhex. Naja, also sehen wir zu, dass wir da mal hinfliegen. Kurze Info zu Grimhex. Also Grimhex ist sozusagen der, ja, wie soll man sagen, die Hauptniederlassung der örtlichen Mafia sozusagen. Und zwar der Ninetales. Und die haben sich da häuslich eingenistet. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Oh, komm, ich nehme mal die Gladius, die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Da sollte ich eigentlich auch mit hinkommen. Die hat ja nur einen ganz kleinen Tank, aber Grimhex ist halt im Orbit, beziehungsweise im Asteroidengürtel, um einer der Monde von Crusader. Und in einem dieser Asteroiden hat ein Unternehmen eine Station, sozusagen den Asteroiden ausgehöhlt und eine Station reingebaut, um den ortsansässigen, na, geht ja schon wieder gut los hier. Ach, geht ja doch, alles klar. Nicht so ungeduldig sein. Also die haben da so eine Art Hotel reingebaut. Die Firma nennt sich Green Housing. Warte mal, Green Housing Exchange oder so ähnlich. Und daraus wurde dann kurz Grimhex. Also irgendwann stand das Ding leer und dann haben sich da die Ninetales eingenistet. Und ja, der bietet halt alles, was so ein Raumhafen bzw. ja, so eine Stadt auch bietet. Also Krankenhaus ist da. Man hat Läden. Man kann da übernachten. Schiffe reparieren, tanken, hat Hangars ohne Ende. Hat Landepads. So. Wie gesagt, ich bin die Gladius. Ewig nicht mehr geflogen. Alles klar. Nee, als ich das erste Mal in Grimhex war, war ich echt beeindruckt. Das ist schon cool gemacht. Wobei gegen die Checkmate Station in Pyro, was ich so auf Videos gesehen habe, ist das Kindergarten. Aber hat mich halt da schon beeindruckt gehabt. Das war einer der ersten Jäger, der das neue Soundmodell gekriegt hat. Das ist eigentlich so der am weitesten entwickelten, das am weitest entwickelte Schiff in Star Citizen. Das wird immer gerne als Testschiff für irgendwelche Neuerungen benutzt von den Entwicklern. Also von Yogi. Und das war also auch das erste, was das neue Soundmodell hat. Das geben wir ab in Orbit.
Max ist es auch egal, ob gerade Tag oder Nacht ist. Wie gesagt, das ist ja in einem Asteroidenfeld. Da ist das echt Schnurz, ob da die Sonne hinkommt oder nicht. Das befindet sich halt im Orbit von Jela. Also Jela ist von einem Asteroidengürtel umgeben. Ui, wir kommen sogar direkt hin. But restricted area vehicles will impounded. Leute, ich war schon lange weg. Habe ich wieder einen Grafikbug? Nee. So, wo ist der Marker? Da ist der Marker. So, ich tue mich dann immer ein bisschen schwer. Die Kiste ist aber echt fix hier. Ich hoffe nicht, dass hier irgendeiner von diesen schießfreudigen Typen rumoxidiert. Also im direkten Umfeld von Grimhex gibt es jetzt auch Geschütze. Das heißt also, wenn du direkt am Hangar bist, kannst du nicht mehr geärgert werden. Aber auf dem Weg dahin auf alle Fälle. Also die Safe Zone ist verdammt klein. Wenn sich einer schon Admiral nennt. Ich habe keinen Bock auf PvP. So. Die haben den Gott, irgendwie Frosch im Hals. So. Also genau. Hier sind die Landepads. Einige von. Dann hat man da oben, glaube ich. Genau, den XXL-Hangar. Ne, aber was fehlt hier? Irgendwas nicht geritzt. Zeit lang immer sehr, sehr schwer getan, die zu suchen. Da hat man alle Hangars in einer Reihe. So. Da kommt gerade jemand raus.
Also früher war das hier eine beliebte PvP-Zone. Und viele sind halt noch ultra misstrauisch, aber man hat halt... Deswegen wird man ziemlich oft aufgeschaltet, weil einer wissen will, wer ist das. Da konnte es teilweise sein, dass du wirklich fast direkt von einem Hangar weggeputzt wurdest. Aber da haben sie so ein bisschen eine Regel vorgeschoben. So, wie man sieht, sieht das hier alles ein bisschen Das finde ich so cool, ne? Dass man hier einfach runterspringt und nicht klettert wie bei anderen Schiffen. Alles klar. Also, genau, da steht Grimhex. Und das Self-Landing-Symbol wurde übergemalt mit dem Symbol der Ninetales, also der organisierten, ja, dem organisierten Verbrechen hier in Stanton. Sieht alles ein bisschen runtergekommen aus. Aber die wichtigsten Sachen funktionieren. Und tschüss. Ja. So, dann gehen wir uns den Laden hier mal angucken. Im geilen Klamottenladen hier. Allerdings ist das Blöde, dass viele der Klamotten gibt es noch kein weibliches Modell. Das heißt, meine liebe Lü kann dann noch nicht so viel kaufen. Oh, da sind ein paar schicke Sachen dabei. So. Also, Zugänge zu den Hangars gibt es nur die beiden hier. Oh, hier sieht man öfter mal Leute. Weil viele setzen das hier als Respawn-Punkt, weil hier interessiert es keinen, ob man Crimestat hat oder nicht. Und hier kann man auch nahezu alles verkaufen. Ist auch scheißegal, wo es herkommt. Ob es geklaut ist, gefunden wurde, übrig geblieben ist, irgendwo vom LKW gefallen oder auch nicht. Ist das Lattenhagen. Ne, ist die Rezeption, ist gerade keiner zu Hause. Das ist die Apotheke. Und die haben definitiv, wenn man sich diese Päckchen anguckt, oh, da kann man leider nichts von mitnehmen. Die sehen nicht aus wie Medikamente. Hat das hier einer abgesetzt? Ja. Tatsächlich. Also wie gesagt, das ist alles etwas wild hier, ein bisschen runtergekommen. Sieht alles nicht so ganz vertrauenserweckend aus. Ich kann ja mal so ein Zimmer zeigen. B2, Raum 2. Na, lass los. Genau, hier war der Fahrstuhl. Also es gibt hier, habe ich gar nicht gewusst, das ist also das Krankenhaus ist richtig groß. Also hier gibt es richtig viele Geschosse. Also wie gesagt, vertrauenserweckend ist was anderes, ne?
So, was hat denn das? Raum 2. Das ist alles, wie gesagt. Ein bisschen runter. Ein bisschen runtergekommen. Ein bisschen ist, glaube ich, untertrieben. So. Ob man sich hier wirklich behandeln lassen will, wenn man das hier so sieht. Da stellt sich da eben die Frage. Immerhin scheint das Krankenbett relativ modern und in Ordnung zu sein. Aber wenn man das hier so sieht, Leckerchen. Was ich witzig finde, die Itembanks, ne, wie die aussehen. Also das sind definitiv keine Standardmodelle mehr. Die haben so ein bisschen, also kurioserweise da zwei gleiche nebeneinander. Die haben mehrere verschiedene. Normalerweise sind das auch immer verschiedene, die nebeneinander stehen, dass das nicht so auffällt, dass es sich teilweise wiederholt. Also hat man ja bei Games so, ne, die Assets teilweise mehrfach. Lobby. Also es war sozusagen mal ein Bergarbeiterhotel, ne? Also für die Mining-Firmen, dass sie hier eine günstige Unterkunft hatten. Gibt hier auch einige Ausgänge, die ins Nichts führen, also wo am anderen Ende das Vakuum wartet. Ach nee, das sind auch noch Hangar-Elevator. Also es gibt vier Elevator zu den Hangars und der gute Mensch steht da ja immer noch in seinem Nachthemdchen. So, ich gehe mal ganz kurz ein Stückchen weiter. Ach, hier kommt man auf die Landingpads, alles klar. Hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Aber hier geht's dann tiefer. Und noch ziemlich schnell. So. Hier ist, glaube ich, die Kneipe, genau. Hier gab es eigentlich mal ein Pad auf dem Tisch. Da ist es. Das funktioniert aber nicht mehr. Das kann man nicht mehr benutzen. Denn das Gegenstück dazu, der Anfang dieser Quest, befand sich auf Port Ulysar. Und Port Ulysar gibt es nicht mehr. Das ist so eine Schnitzeljagd. Da kommt man zu so Easter Egg Orten. Also einfach witzige Orte. Einen hatte mir mein Kumpel schon mal gezeigt. Und wenn man hier runter geht, dann kommt man zu einem Questgeber für die Nine Tails. Bin jetzt erstmal runtergewandert und dachte, oh schön, hier habt ihr also euer Drogenlabor. Ich weiß gar nicht, ob ich den Typen mittlerweile ansprechen kann. War das hier? Ich meine, das war hier. Ja, ist hier. Tag auch. Nee, ich kann mit dem nichts machen. Ich glaube, da muss man erstmal irgendwas andere Quests vorher erledigen, also andere Missionen vorher machen. Einer der wenigen.
Also das ist, glaube ich, der Ansprechpartner für Ruto. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Wie gesagt, ich habe irgendwelche illegalen Missionen bisher kaum gemacht. Ich kenne das alles nur von anderen Spielern. Mit Twitch habe ich schon gequasselt, aber das ist ja auch nicht weiter wild. Das ist ja nur dieses Kennenlerngespräch. Allerdings war ich schon mal in Clasher. Aus Versehen jemanden angerempelt bei einer Raumstation und dann hat die mich weggeputzt. Dann bin ich in Clasher wieder aufgewacht und war dann für 15 Minuten und bevor ich mich orientiert hatte, durfte ich schon wieder raus. So, hier geht es zu einem Klamottenladen, der ganz cool ist. Und im Gegensatz zu den anderen Klamottenläden, die man so findet, gibt es hier keine Terminals. Das heißt, man kann die Sachen hier direkt kaufen. Ja. Ne? Hordejacke. Wobei, wie gesagt, eine Jacke, die würde ich super gerne haben, das ist die hier. Nicht die, die da. Die Manaslu-Jacke. Aber da gibt es noch kein Frauenmodell für. Na, heute mal kein Drogensüchtiger hier. Ab und zu lungert hier mal jemand auf dem Fußboden rum. Hier ist auch keiner zu Hause. Also hier gibt es schon ein paar schicke Sachen. Wie gesagt, und wer zum Beispiel so ein bisschen auf Wild-West-Style steht, also diese Duster hier zum Beispiel, die gibt es glaube ich auch nur hier. Die sind aber auch nicht ganz billig, wie man sieht. Aber exquisiter Geschmack verlangt auch exquisite Preise. Also. So. Jetzt hier weiter hoch. Da sind, glaube ich, auch die Unterkünfte. Aber wir gehen erstmal hier hin. Weil... Das soll dann wohl auch richtig dann funktionieren alles irgendwann. Hier ist sozusagen die Galerie, von der man Rennen beobachten kann und darauf wetten kann und so weiter und so fort. Ne, steht momentan Security Sighting, no races today. Ja, alles klar. Die Sicherheit wurde... Also es sind wohl nicht so ganz legale Rennen. Nein, kann man von hier aus... Ich weiß nicht, wie viel man von hier aus von diesem Rennen sieht. Ich glaube nicht wirklich viel. Was steht da? Achso, ja, alle möglichen Warnungen. Ist schon cool gemacht. Also wir sind jetzt hier im Innern des Asteroiden. Mahlzeit. Ich nehme mir mal ein Bier, ne? Ich dachte, ich nehme mir mal ein Bier. Ah, geht doch. Nee. Prost. Man sieht, wird die Flüssigkeit sogar weniger. Ich finde das so cool. Jo. Also wenn man genug davon trinkt, kann man irgendwann auch nicht mehr geradeaus gehen. Trifft man auch keine Tür mehr. So. Also hier werden irgendwann... Kann man auf Rennen wetten. Wenn sie denn stattfinden. Irgendwann mal. Na, also wie gesagt, die Technik funktioniert hier teilweise nicht mehr. Error, Network, Cable disconnected. Also ist alles so ein bisschen, um nicht zu sagen, es hat einen Wartungsstau. So, hier ist der Waffenladen. Beziehungsweise nicht nur Waffen.
Er hat nicht viel, er hat eine kleine, aber feine Auswahl. Ne, unter anderem mein Hämchen. Ist auch keiner zu Hause. Kastodien, die ist ganz cool. Hier kriegt man auch die Coda. Die kriegt man auch nicht so überall. Coda-Pistole. Das ist eigentlich die, die ich normalerweise auch immer mit mir rumschleppe. Ich hatte früher nie eine Waffe dabei. Aber seitdem es halt irgendwo in der Butnik Raubviecher gibt, ist das, glaube ich, unklug, gar keine Waffe dabei zu haben. Also habe ich zumindest eine Pistole dabei. Falls da so ein Kopien meint, Happenpappen mich als Snack zu vernaschen wollen, vernaschen zu wollen. So, hier sind die Unterkünfte. Ne, also wie gesagt. Ich glaube, hier gab's, hat irgendeiner bei irgendwem eine Rechnung beglichen. Und das mit nicht gerade kleinkalibriger Munition. Ja. Also noch ist hier eine Green Zone. Also ich gehe davon aus, dass es später so ist, dass es hier keine waffenfreie Zonen mehr gibt. Aber ich schätze mal, wenn er da einfach irgendwen erschießt, kriegst du wahrscheinlich Ärger mit den Ninetales. Also die Quartiere sehen aus wie auf den Raumstationen. Sie sind nur ein bisschen schmuddeliger. Weil von außen kommt man da nicht rein. Das ist halt, wenn man neu einloggt, wacht man im einen dieser Kabuffs auf. Ne, einige, die kein Geld haben, sich so einen Kabuff zu mieten, die schlafen vor der Tür. Gerade am Überlegen, was gab es noch? Das Admin-Büro. Ah ja, und hier sind auch die einzigen Terminals, wo man mehr als nur einen Crime-Stat begleichen kann. Wo man auch teilweise mehr. Warte mal, ne, hier bin ich ja hergekommen. So, da ist das Admin-Büro. Das übrigens auch Drogen kauft, also ne, wenn du Drogenpakete hast und dir loswerden willst, kannst du die gerne hier verkaufen. Wie gesagt, die nehmen das hier alles nicht so ernst mit dem Gesetz. Ne. Kannst du deine Ware verkaufen, wenn du welche hast. Ne. Commodity Shop. Welche Art deiner Ware auch immer ist. Zum Beispiel ist es momentan so, dass ab und zu mal, wenn du einen Hauling-Auftrag machst, die Kisten alle runterfahren, werden auch alle gezählt und wenn du den Aufzug wieder hochholst, stehen dann noch welche auf der Plattform, die dir dann ins Inventar geschoben werden, wenn du den wieder runterfährst. Also quasi kriegst du sie geschenkt. Dadurch, dass die aber, ach ja, hier, genau, hier kriegt man auch Schiffskomponenten und so ein Kram. Ne, war das hier? Ach nee. Hier kriegst du Hacking-Tools und ähnlichen Kram. Nee, der Schiffskomponentenladen, der ist woanders. Also da war eben gerade so Ausrüstung für nicht ganz legale Sachen.
Ach ja, weiter. Und wenn du dann, wie gesagt, die sind dann aber gefleckt als. Also, die gehören nicht dir. So, Airlock. Wie gesagt, hier geht's nach draußen. Sollte man nicht ohne Helm rausgehen. Und die kauft keiner. Die einzige Möglichkeit, die zu verkaufen, ist halt hier auf Grimhex. Aber die nehmen auch nicht alles, ne? Da muss man halt gucken. Ne, irgendwo müssen Piraten ja auch ihr Gedöns verkloppen können. Aber wo ist denn dieser. Gab's hier nicht auch ein. Achso, ja, hier ist die Kneipe. Komme ich hier wieder raus? Okido. Ja, ich glaube, das war's soweit, ne? Warte mal, ich kann ja mal. Jetzt mal. Ups. Falsche Taste. Falsche Taste. Die wollte ich haben. Gehen wir noch mal zur Luftschleuse. Ne, Quatsch. Ich wollte ja zu was ganz anderem. Dazu muss ich aber erstmal hoch. Also ich bin auch nicht allzu oft hier. Das heißt, so super kenne ich mich hier auch nicht aus. Ich weiß halbwegs, wo was ist. Bin aber schon stolz, dass ich heute auf Anhieb die Hangars gefunden habe. Und nicht erstmal fünfmal um diesen Felsbrock drum gekurvt bin, um dann zu merken, dass ich auf der falschen Achse suche. So. Ja, super. Ist ja wieder. Ich liebe Luftschleusen, wo kein Licht ist. Leute, ihr müsst mal eure Beleuchtung reparieren. So. So, hier sind wir draußen. Wundert mich, dass hier keine Schiffe stehen. Also normalerweise stehen hier immer Schiffe. Sowieso so sehr, 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 sehr leer in letzter Zeit hier. Also jedes Mal, wenn ich hier war, die paar Mal, die ich da war. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Seht's mir nach. Wie gesagt, so oft bin ich hier nicht. So gut kenne ich mich auf Grimhex nicht aus. Wie gesagt, ich kenne so das Nötigste. Also von hier aus. Nein, nicht von hier, aber von da unten aus kann man direkt ins All springen. Liegt da eine Leiche? Nee, das ist eine Waffe. Schiffswaffe. Hat einer verloren. Naja, alles klar. So. Also, das war jetzt quasi der fünfte Raumhafen, den es gibt in diesem System, wenn man das dann so als Raumhafen bezeichnen will. Ich hoffe, er hat wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denne.